Der Schlaganfall ist eine Erkrankung, die plötzlich auftritt, also schlagartig, oft einhergehen kann mit einer Lähmung, einer Gangstörung, einer Sprach- oder Sprechstörung, einer Schluckstörung oder auch vielleicht eine Sehstörung. Ganz wichtig ist, dass der Schlaganfall oft schmerzlos ist und dann nicht so beunruhigend ist. Wohlweislich sollte der Schlaganfall so schnell wie möglich behandelt werden, weil wir jetzt Medikamente haben, die auch wirken können, allerdings nur in einem sehr begrenzten Zeitfenster. Hier ist es ja wichtig, so schnell wie möglich zu behandeln, um langfristig eine Behinderung zu minimieren oder auszuschließen.